Hallo liebe Freunde von Zoch, ich möchte euch mal zeigen, wie ihr dieses schöne Teil für unser Spiel Gib mir Saures schnell zusammenbauen könnt. Das ist also das, was wir haben möchten. Und das ist das, was ihr in dem Spiel vorfinden werdet. Vier Tableaus und die müsst ihr jetzt natürlich erst einmal alle ausbrechen. Und ich fange einfach mal an. Und zwar beginnen wir mit diesen Röhrenteilen hier. Und dazu sucht ihr euch auf den Tableaus einfach schon mal. Ich beginne mit der kupferfarbenen Röhre. Alle Teile, die so kupferfarben für diese Röhren gestanzt sind. Dazu nehmen wir diese drei hier. Und das Teil noch von dem anderen Tableau. Und dann brauchen wir hier dieses Endteil. Und dann ein so ein schwarzes Teil, das nur zwei Näschen hat. Und ein Teil schwarz, das vier Näschen hat. Und jetzt müsst ihr erst einmal diese kleinen Rillen oder diese kleinen Schlitze hier von den Stanzkartonagen befreien. Dazu nehmt ihr am besten eines der anderen Teile und stecht das hier so durch, wie ich das hier vormache. Was wir auch noch brauchen werden, es sind diese Teile hier mit diesem Kilogrammzeichen drauf. Das sind die Gewichte. Davon brauchen wir pro Röhre 11 Stück. Und jetzt können wir schon anfangen. Ihr seht jetzt hier, dass es von diesen beiden Teilen hier, von den dünneren, ein dunkles und ein helles gibt. Und die beiden anderen Teile sind an den Seiten jeweils dunkel und in der Mitte hell. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, wie wir das zusammensetzen werden. Ich fange einfach mal an mit diesem Teil hier. Und hier die dunklere Seite sehe ich hier. Und hier nehme ich dann so ein Seitenteil, das dunklere, und setze es so an, dass das Kilogramm zu dem Kilogrammzeichen ist. Dass die Näschen hier in die Schlitze passen. Es geht so, dass er das ein bisschen reindrückt. So, ruhig ein bisschen mit Kraft. Und schon hält das Ganze. Jetzt machen wir als allererstes diese Mittelteile. Wir nehmen das schwarze Teil mit den zwei Näschen und schieben eine der Nasen hier in diesen mittleren Schlitz rein. So. Dann nehmen wir das mit den vier Näschen. Oh, jetzt habe ich es schon verkehrt rum gemacht. Gut drauf achten. Dieses Seitenteil hier muss nämlich so rum. So. Und jetzt das mit den zwei Näschen. Und das mit den vier Näschen muss man ein bisschen Acht geben, weil das nämlich unten und an der Seite zugleich eingeschoben wird. So, dann können wir auch gleich das Endteil nehmen. Ihr seht ja, das hat an der Außenseite eine Grafik und in der Mitte ist, also hinten ist es schwarz. Die schwarze Seite geht immer nach innen. Hm? So. Es entsteht jetzt hier ein kleines Fach, wo ihr schon das Kilogrammzeichen drin seht. Dann nehmen wir jetzt diese 11 Gewichte. Ich mache das auf zweimal, nämlich so 5 und dann 6. Und die werden hier einfach so eingeschichtet. Jetzt nehmen wir das zweite dünne Teil, das ist dann das helle. Und jetzt achte ich darauf, dass das Kilogrammzeichen auch hier bei den Gewichten ist. Ihr setzt einfach die Näschen an diese Kerben an. Und jetzt müssen die so ein bisschen reingekippt werden. Hier so. Und zugleich bei den Zwischenwänden hier die Nasen in die Schlitze gelangen. Das geht aber relativ einfach. Jetzt machen wir noch den Deckel drauf. Auch hier seht ihr wieder das Kilogrammzeichen dort, wo die Gewichte sind. Und nur so geht es auch mit den Nasen aus. Zuerst tun wir es da unten ein bisschen drüber setzen, hier an der Seite, und arbeiten uns so vor bis zum Ende. Und schon ist die erste Röhre fertig. Ich mache jetzt schnell die anderen Röhren auf die gleiche Art und Weise. Jetzt haben wir die drei Röhren fertig
Und jetzt begeben wir uns an die Basis. Dazu haben wir die Seitenteile, die Wände, die das Ganze halten. Wieder in den Farben Kupfer, Silber und Gold. Gut, hier sind auch nochmal zwei Schlitze, die sind sehr groß, die kann man schon fast mit den Fingernägeln rausbrechen. Und jetzt die Querwände dazu. Und die Böden. Das sind diese drei längeren, breiten Teile. Jetzt müssen wir uns erst noch mal ein bisschen zurechtlegen, was für was ist. Ne, Kupfer ist ganz links, Silber ist in der Mitte und Goldfarben ist immer rechts anzuordnen. Wir fangen also an. Ihr seht jetzt, wenn ihr euch das genauer mal anschaut, es gibt immer Teile, die haben hier mehr Schlitze und welche, die haben weniger Schlitze. Die mit den mehreren Schlitzen sind in der Mitte. Und die, die weniger Schlitze haben, sind außen. Wir fangen also mit den nur 1, 2, 3, 4 kleinen Schlitzen an und es kommt ganz nach links. Und dazu kommt dann das kupferfarbene, das auf der einen Seite kupferfarben ist, auf der anderen Seite ist es silberfarben, mit den mehreren Schlitzen. Das bildet unsere erste Schiene hier. Jetzt suchen wir uns das lange Teil hier, das ist das größte, das auf der einen Seite kupferfarben ist und nur so an einer Seite ein bisschen silbrig. Das kommt hier in diese gewählte, in diesen gewählten langen Schlitz hineingesteckt. So. Und auf der gleichen Seite gibt es hier einen gewählten und einen glatten Schlitz. Der gewählte kommt dort hin, wo unser großes Teil ist. So, zum Stabilisieren des Ganzen haben wir noch ein kürzeres Teil. Das kommt hier hinten rein. Wir haben noch zwei Teile übrig von den kurzen, die kupferfarben sind. Eins mit so einer Ausbuchtung. Das mit der Ausbuchtung kommt schon mal ganz vorne hin. Und jetzt machen wir aber erst noch den Boden rein, damit das Ganze noch einfach geht. Ich habe jetzt mit Absicht schon mal vorne das reingetan, einfach, dass es ein bisschen besser hält. Ihr könnt jetzt hier diese Näschen, die an der Seite von dem Boden sind, hier in die großen Schlitze reintun und dann einfach ein bisschen das hier zur Seite rausdrücken und dann hier die Näschen reintun und schon ist der Boden drin. Achtet darauf, dass der Boden, der muss hier an dieser Seite den Schlitz haben, weil wir hier noch etwas einstecken müssen. So, und dieses Teil, das noch übrig bleibt, stecken wir jetzt hier rein, wo es noch reinpasst. Wieder so, dass hier auf dieser Seite alles silbrig wird. Ja. Somit ist diese Seite fertig. Das gleiche machen wir jetzt zunächst einmal mit der goldenen Seite. Wieder die mit den mehreren Schlitzen kommt der Mitte zugewandt und die mit den weniger Schlitzen kommt nach außen. Das größte von den Querteilen ein, das stecken wir wieder so ein, dass es in die gewählten Schlitz kommt und hier auch. Dann das zweitgrößte Teil noch haben, so dass hier das silberne Teil hier zur silbernen Außenseite zeigt. Dann am Ende das mit der Einbuchtung. So, dann können wir den Boden wieder reinlegen und dieses Teil noch am Ende des Bodens kommt auch noch rein. So, jetzt haben wir diese beiden Teile fertig und jetzt müssen wir sie noch verbinden. Wir nehmen das große Teil mit dem silbrigen Mittelteil. Das ist auf der einen Seite Kupferfarben, auf der anderen Seite Gold. Also ist die Orientierung klar. Kupferfarben muss hierhin zeigen, Gold muss hierhin zeigen. Wir stecken das jetzt hier ein in den übrig gebliebenen Schlitz. Hier auch. Und jetzt kommt ein bisschen eine Schwierigkeit, aber so schlimm ist es nicht. Wir drehen das Ganze um. Nehmen jetzt die kleine Endwand mit der Buchtung
hier hinein. Das andere Teil kommt dann hier rein, aber wir müssen ja den Boden noch rein tun. Und der Boden hat hier zwei Einkerbungen. Das ist jetzt das, was hier reinpassen muss. Ne? Also nächstes Mal können wir den Boden hier in die N-Wand mit der Nase in diesen Schlitz schon mal einpassen und dann einfach hier die kleine Wand, kommt auch die Nase des Bodens in den Schlitz hinein und dann kann man das einfach hier so hineinsenken und schon ist es fertig. So, damit ist auch unsere Basis von dem Spiel fertig und jetzt brauchen wir nur noch eins machen, die Röhren einpassen. Dazu haben wir hier noch so kleine runde Scheibchen. Das letzte, was noch auf dem Tableau übrig ist, das brechen wir auch noch aus. Die sind einfach nur dazu da, dass später, wenn diese Röhren hier kippen, dass die Röhren nicht an den Seitwänden schleifen. Das könnte nämlich das Kippen beeinflussen. Und so sind diese kleinen Scheiben ein gewisser Abstandshalter, der uns da ein bisschen hilft. Ja, wir können sie natürlich farblich zuordnen. Die kupferfarbenen zur kupferfarbenen, die silberfarbenen zur silberfarbenen und zur goldfarbenen Röhre kommen die goldfarbenen Scheibchen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, es ist nicht nötig, aber ihr könnt es, wenn ihr wollt, ein bisschen festkleben. Das hilft dann einfach, wenn man das Ganze einhängt. Ich mache das jetzt hier mal einfach mit so einem kleinen Klebestift draufkleben. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass die Löcher zu den Löchern kommen. Jetzt haben wir hier diesen schönen Stab. Was jetzt noch zu bedenken ist, wie das da drauf muss. Die Röhre ist oben offen und unten zu. Das muss nach unten, das geschlossene. Und ihr seht auch, dass das Loch hier nicht in der Mitte der Röhre ist, sondern ein bisschen nach unten versetzt, zum dunkleren Teil der Grafik hin. Und die muss nach unten. Ja? Ich stecke das hier mal so durch. Jetzt hält das schon. Das gleiche machen wir hier. Die offene Seite nach vorne. Und das Loch muss auf die untere, muss unterhalb sein, der Mitte. So. Ihr seht jetzt auch, dass es deswegen mit dem Ankleben ein bisschen einfacher geht von diesen Scheiben, weil sonst würde man die jetzt nämlich auch noch extra auffädeln müssen. Und so geht es ein bisschen leichter. Und so sind wir jetzt fertig und die Röhren warten darauf, mit Würfeln befüllt zu werden und irgendwann im Spiel zu kippen.